Ja, willkommen zu einer neuen Folge Ark hier. Vor einigen Folgen mittlerweile hatte ich ja die neue Burg hier auf der Map vorgestellt in der Wüste. Und ja, ich möchte heute die noch etwas bebauen, da ich noch ein bisschen Zeit habe, um den Server zu nutzen. Genau noch 9 Tage und mal schauen, ob ich verlängere oder nicht. Ich habe jetzt schon mal hier ein paar Türen gesetzt und so. Ist aber nicht zu meiner Zufriedenheit, weil ich muss hier ein Fundament setzen, weil sonst, ja, das respawnt alles wieder. Hat zwar Vorteile, hat aber auch Nachteile. Nachteile bestehen darin, dass man den ganzen Platz schon wieder in der Burg drin hat. Ja, zum anderen hin und her kommen habe ich jetzt mal hier ein paar Teleporter aus der Stargate Mods hingeflanscht. Die werde ich nur umbauen und hier von der ja, Stark Industries mit der Reaktor, dass ich erstmal eine notdürftige Energieversorgung habe. Ja, ja, ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, weil von der Hauptbasis eignet sich die Burg natürlich auch. Aber, obwohl die mit dem Keller, wo ich die Hauptbase habe, eigentlich geiler ist, weil das ist schwer einzuschätzen. Also eigentlich sind beide sau genial. So, ich mach mal Trick 17,5 wie immer. Den kennen ja einige schon. Damit ich die Foundation so versenkt kriege. Halbwegs, damit das nicht ganz so komisch aussieht. Ich nehme jetzt mal die normalen. Baue die mal hier ein bisschen drumherum, damit ich die Spawnpunkte blockiere. Ja, die Tür, die liegt zwar ein bisschen im Weg rum, aber ja, das passt schon. Das kriegt man schon irgendwie gewuppt. So. Es ist nämlich immer gar nicht ganz einfach, hier verschiedene Punkte zu finden, wie man das dann bebaut. Aufheben geht dann nur noch mit der S-Plus-Demo-Gun. Ich will aber das. Na gut, man hätte das vielleicht Adobe nehmen können, das sieht vielleicht noch ein bisschen schicker aus. Die Festung hier in der Wüste. Ja, ich habe die mal mit den Stark Industries Laser hier schon ein bisschen aufgeräumt. Das zeige ich euch mal schnell, weil das Ding ist oberaffen genial. Oder geil, je nachdem. Wenn du das Ding erstmal gebaut hast, kannst du dir immer einen Rundumschlag machen. Und dann sammelt er den ganzen Kladatsch in der Affengeschwindigkeit ein. Jetzt bin ich überladen. Dann sammelt er natürlich nicht mehr ein. Ich habe jetzt natürlich einen Kreativmodus an, da kannst du ein bisschen mehr drauf, weil ich hier bauen möchte. Ja, machen wir mal eine ganz kurze Besichtigung noch, was ich bis jetzt gebaut habe. Also hier oben ist erstmal nichts, bis auf ein paar Schulgeschütze, die ich jetzt mal hier drauf gesetzt habe auf der Mauer. Man kann die Mauer nämlich noch begehen, habe ich rausgefunden im Nachhinein. Ja, wie man da gesehen hat, so ein Tech-Transmitter von der S+. Und ja, das geht ja noch weiter, die Burg. Ich hatte ja in der Folge das kurz vorgestellt. Jetzt sieht man nämlich schon, dass das nämlich die Eingänge sind für Zuspawn hier. Und dann kommst du nämlich nicht mehr hoch. Also nach der halt hier hinten den Gang, da geht's nämlich zur Mauer. Habe ich jetzt Stargate hingeflanscht, damit wir schneller in die alte Base kommen. Und wieder zurück und hier von der anderen, in derselben Mod, die Ringtransporter nach unten. So, hier hinten geht es dann noch auf die Mauer. Ja, gut. Ganz hoch kommt man leider nicht auf die Burg, habe ich festgestellt, aber das ist nicht ganz so schlimm. Wenn man sich da ordentlich behilft, wenn man ein bisschen Bauprofi ist im Ark, kriegt man dort eine Treppe wunderbar hoch. Das probieren wir später nochmal. Gibt es jetzt keine Treppe direkt rein, aber das kann man irgendwas von außen dran bauen. Das ist jetzt nicht weiter schlimm. Gut. Wo war ich stehen geblieben? Ich wollte unten bauen. Ich springe mal runter, mir kann ja nicht passieren momentan. Und hier wollte ich noch eine Zwischendecke einbauen. Das wird das nächste Unterfangen, deswegen muss ich versuchen, hier, naja, wie soll ich sagen? Ich habe natürlich jetzt schon wieder falsch angefangen, wie man sieht, weil das nicht hundertprozentig abschließt. Andererseits, ach, es ist schwierig, manchmal zu einem Ort zu bauen. Das reißen wir mal wieder weg.
Und jetzt müssen wir mal gucken, optimal ist was anderes, das gebe ich zu, das kriegt man irgendwo noch besser hin. Aber ich habe jetzt erstmal so weit hoffentlich einen Grundstock geschaffen, um den Eingang zuzubekommen. Hier würde ich bloß mal am Rand weiterbauen, dass wir die Spawnpunkte blockieren. Dann müsste ich das bestimmt nochmal wegnehmen. Hier setze ich mal noch was hin. Ja, hier nicht. Ja, das geht schon halbwegs. Ich habe das mal probeweise gesetzt. Die ganz große Geräte kann man natürlich hier nicht reinsetzen. Das ist klar. Deswegen braucht man auch eine Foundation, damit ich die andere Werkbänke reinkriege. Und das wird meine Werkstatt. Das reicht zu Werkstatt und Lager. Das reicht zu von Außenposten. Da kriegt man ja eine Menge rein, man kann ja notfalls auch noch eine Zwischendecke reinflanschen, wenn es beliebt. Mal gucken, ob ich das mache, aber es werde ich bestimmt nicht mehr schaffen in der Serverlaufzeit, weil es steht ja wie gesagt wieder Atlas an. Je nachdem, wenn die Folge kommt. Weil da habe ich schon ein paar interessante Sachen entdeckt mit dem neuen Zeug. Aber da verrate ich hier natürlich mal nichts dazu. So, jetzt müssten die Punkte eigentlich soweit blockiert sein. Hier schließt es wieder ab halbwegs. Ja, Adobe müsste man mal probieren, wie das aussieht mit Adobe. Hier mache ich mal noch weiter. Können ja mal. Obwohl, das kriege ich dann nicht mehr weg. Obwohl, das geht eigentlich notfalls. Ja, ich lasse das jetzt so, weil sonst sieht das irgendwie blöd aus, wenn man verschiedene Sachen probiert. In dem Fall. Und das müsste jetzt soweit eigentlich blockiert sein. Ich nehme jetzt die Originalbauteile von Org diesmal zum Blockieren, weil die eine größere Blockierreichweite des Bombenpunkte haben. Natürlich kann man das so handhaben, wie man möchte. So, es müsste eigentlich dann erstmal, die mache ich noch abschließend, die Reihe. Das soll dann erstmal lang mit dem Fußboden. Hier schließt es auch wieder ab. Und hinten setze ich noch vorsichtshalber auch noch ein. Das sind jetzt wohl der Haufen Strukturen, aber naja. Da ich mich ja hier allein betätige, geht das. Jetzt versuchen wir mal, hier eine Wand reinzusetzen. Dann muss das Tor allerdings nochmal weg. Das war ein Satz mit X. Immer noch ein Satz mit X. Ach stimmt, ich bin ja voll. Ne? Warte mal, ich gehe das mal schnell in die Base schaffen, das Zeug. Funktioniert, dass man den da geht. Wie das der bei der Aufnahme wieder abstürzt. Jetzt lief's ohne Aufnahme bei den Spielereien, die ich schon gemacht habe, aber das werden wir gleich wissen. Ja, schauen wir mal. Und. Es funktioniert. So, ja, ich habe ja wie gesagt das Problem trotz SSD, dass das hier ewig nachlädt. Das ist keine Ahnung, das ist auch erst seit einem ARC-Update. Das dauert, da musst du immer erst eine Sekunde warten, bis du hier in deine Burg reinkommst. Also vom Bauen ist es schon relativ viel, aber noch nicht so viel. Also da hatten wir damals mehr gebaut, sag ich mal, was die Nachladezeit betrifft. So, also bin ich wieder frei, jetzt kann ich wieder basteln gehen. Das ganze Spielchen machen wir natürlich wieder zurück. Ich habe jetzt auch so viel, ich habe auch die höchsten Grafikeinstellungen, von daher sollte das ja eigentlich schnell gehen. So. Gibt es übrigens bei der Mod hier eine schnelle Wahl davon, dass das Geld schneller wählt. Das ist hier, wenn man das. Na? Ist die Maus wieder weg. Das toggle Fast-Style. Maus weg. Jetzt ist wieder da. Das ist das Geld schneller anwählt quasi. Die langsame Art dauert zwar länger, aber macht die Sache interessanter, wenn man unterwegs ist
und von Tieren angegriffen wird. Da muss man noch sich ein bisschen verteidigen. Deswegen habe ich das bei den öffentlichen, kann man ja öffentlich halten und privat die Gates, und die öffentlichen habe ich natürlich auf den normalen Wahlmodus laufen, so rum, dass es die Sache interessanter macht. Gut, das ist natürlich wie selbst überlassen, dann können wir noch ein Energieschild oder so davor bauen, dass Fremde nicht durchkommen. Also wie, wer die Serien kennt, der weiß das sicherlich Bescheid. Wer die nicht kennt, sollte sich die mal im Originalen angucken. Und damit er weiß, was diese Teile eigentlich sind. Nee, abreißen will ich gar nicht. So, jetzt ist die Frage, baue ich vorsichtshalber hier noch an? Das geht nicht so richtig, gerade. Ach doch, das täuscht, okay. Da baue ich hier mal vorsichtshalber noch immer an. So, jetzt brauche ich natürlich erstmal S plus, wie immer. Stone, da würde sich ein Double Door Frame machen. Und haben wir da große Wände? Gab's da große Wände aus der Stein Medium benutzt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Gab die großen Metallwände gab's da bös. Aber schlechte, da gäb's welche. Das ist die Frage halt. Finde ich es auf einen Hieb nicht, dann nehme ich mal die Kleinmauern. Oder ich habe noch eine bessere Idee. Gucken wir uns mal die an. So, habe ich jetzt die S Plus, habe ich. Müsste ich haben, okay, die setze ich mir mal hier her und dann schauen wir mal. Nee, das gefällt mir natürlich nicht so. Wenn ich das hier so reinsetze, würde es gehen. Oh, sieht nicht so schick aus, oder? Moment. Vielleicht. Also richtig zufrieden bin ich nicht mit den Bauteilen. Wir sehen das alles, wenn ich das daneben sitze. Würde gehen. Also ganz elegant sieht das nicht aus. Mal hochbauen. Der Rogmal, das sieht natürlich besser aus als das Blitzzeug. Und was ist denn, wenn wir... Gibt's doch noch die Großen. Das gefällt mir besser. Ich brauche auch Strukturen. Ja, das sieht besser aus. Ja, ein bisschen geht's rein, aber was will man mehr? Wenn man jetzt flächenreich nur auf eine Wand setzt. Das ist ganz blöd ausschaut. Hinten müsste ich dann erstmal rumbauen. Das kaputte Tor ist halt da. Kann man vielleicht mit irgendwas abdecken. Aber ansonsten passt das. Hier komme ich gar nicht durch. Warum komme ich gar nicht durch? Okay. Habe ich das versetzt gebaut? Das halten natürlich die Teile hier dran. Habe ich überhaupt was Falsches genommen? Kann das sein, dass ich was Falsches genommen habe? Durchbringen. Ich glaube, mir ist eigentlich das Normale.
Aber irgendwie scheint es mehr an die Erde zu gehen. Hier gibt es nämlich noch die Adapter. Schwierig, schwierig. Das Medium kriege ich hier nicht rein. Aber, nee, das geht nicht. Das ist nicht so schön. Dass ich hier nicht ganz so gut durchkomme. Warum? Wahrscheinlich, weil hier unten. Habe ich mit Bleiboy das mal an? Eigentlich nicht. Ja, das schnurrt mich jetzt ein bisschen. Das geht scheinbar ein bisschen in die Erde rein, das ist nicht schick. Oder man baut den ganzen Kladatsch einfach zu. Da könnte man ja ich brauche mal kein kleines Tor dort. Wenn man das Fenster schon reinbaut. Also ganz konvertibel ist es halt dann doch nicht. Das Fenster rein, ja, das geht auch. Ja, das passt besser. So eine ganz symmetrisch die Tür, aber was soll's. Man muss ja nicht immer symmetrisch bauen. So, da reißt man den ganzen Kladatsch hier auch mal weg. Schauen wir mal, wie sich das hier verhält. Das geht. Die sind nämlich minimal höher, da spart man ein paar Strukturen. Da hat man ganz so viel Zeug verbaut. Das ist die Frage, jetzt ist natürlich dort hinten ein Stück offen. Nee, muss ich doch nochmal leihen. Die lassen sich nämlich zum Teil auch so aneinander setzen. Ohne dass man ein Fundament unterbraucht. Gucken wir mal, wie das von außen wirkt. Das geht in, ja, ein bisschen sieht man es, aber es geht. Aber das schließt da drinnen dann ab. Allerdings sieht man das dann hier. Das geht jetzt durch die Decke sicherlich. Obwohl das hier eigentlich fast perfekt höher wäre, um das dann in die Zwischendecke einzuziehen. Und dann halben Millimeter, da ist es erstmal drauf gepiept. Ne, das scheint zu funktionieren, meine Idee. Also es guckt hier nicht durch. Zumindest nicht öffentlich durch. Dann baue ich das Glück so. Macht mehr Sinn. Ist halt die Frage, wie ich das jetzt mache. Das lasse ich erstmal offen, das war im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, dann brauchen wir die Ceilings, wo sind sie denn? Also den Decker gilt es jetzt nie. Das ist das Tor. Wo ist es denn? Hier also. Tor brauchen wir erstmal nicht mehr. Ja, das geht halbwegs. Das passt perfekt. Gut, das ist mit der Millimeter dort, aber das passt sich ein. Das ist gar nicht mal so schlecht. Natürlich wird das jetzt hier hinten ein bisschen überstehen, denke ich. Da müssen wir halt Kompromiss eingehen. Ich will mal gucken, ob es da noch eine andere Lösung finde. Hier klappt das ganz gut. Ganz schön viel Zeug drauf, wenn man das frisch behalten würde. So minimales Loch, naja, gut. Ganz, wie gesagt, könnte man vielleicht noch besser hinkriegen. Das
kommt hier durch, das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist dann, na gut, hier kommt es auch hoch, aber. Schwierig halt, schwierig, schwierig. Gut, dann könnte man vielleicht, ne, das wird dann schräg, das ist auch nicht so schön. Ich mal gucken, ob ich mir da was anderes einfallen lassen kann. Da bin ich nicht so überzeugt von. Müsste man mal gucken. Aber hier klappt das schon mal ganz gut mit dem Gummiband kommen. Also gerade in ungünstige Position. Geht relativ weit bisher. Komischerweise geht das ziemlich weit. Hier ist Schluss, okay. So, mal gucken, ob das dann hier so geht. Klar, weil ich unten ja die Dings. Ja, hier könnte man das jetzt rumbauen. Sind noch Fundamente in der Nähe. Das so rein, wird das passen. Zack, hat man schon wieder eine Zwischenetage drin. Hier ja, müssen wir mal gucken. Das geht halbwegs. Hier oben könnte man theoretisch. Das passt. So, das ist auch nicht mal so schlecht aus. Hier könnte ich dann auch noch eine Zwischendecke rüberzahlen. Wollte ich aber erstmal gucken, wie ich das mache. Mühe guckt es durch. Ja, hier könnte man jetzt noch die Wand flicken. Gibt's noch halbe? Ein Adapter ist es nie. Halb. Das ist sogar mehr als eine halbe. Das ist eine bloß eine halbe Wand. Hier ist eine Drittelwand. Ein Drittel gibt's sogar. Dann machen wir, dann suchen wir uns nochmal eine halbe. Und gucken, wie das aussieht. Das sind jetzt zwei Drittel. Wo ist er? Drittel gibt's nur noch halb. Schwer zu erkennen, ja. Wie ist sie denn? Ich weiß, es gibt sie. Sie brauchen nur Drittel. Keine Ahnung. Ne, das ist ein Abschlusselement. Nehmen wir diese Bogen. Nehmen wir die hier. Dann kommen wir auch hin. So. Ja, ne, da ist das. Wir gucken mal. Das kann man in den Land setzen. Wir gucken mal, wie das oben aussieht. Weil hier gab es ein Fenster, wenn ich mich nicht täusche. Oh, warte mal. Theoretisch, wenn die. Jetzt brauche ich mal das Plusglas. Ich muss mal was probieren. Ob die kompatibel sind, sonst müsste man diesen Vanilla-Adapter draufsetzen.
weil mit denen habe ich noch gar nicht gebaut. Da habe ich nämlich noch eine andere Idee gerade. Wir probieren das erstmal, ob das so passt. Es würde gehen, okay, wir brauchen den Batteries bloß nicht zwingend. Allerdings ist das dann zu tief. Da müssen wir vielleicht doch mal eine ganze nehmen. Und probieren es mal mit einer ganzen Hand. Wie es da aussieht. Jetzt würde es halbwegs passen. Hätten wir aber eine. Gut, die könnte man die Schaltung dann unsichtbar. Ja, geht es jetzt logischerweise noch nicht weiter. Und hier ohne. Dann machen wir dann hier eine Glasfront draus und schalten die Ränder auf unsichtbar, also ohne Ränder dann. So, die Frage, ob wie es ganz oben weitergeht. Dass man dann sieht sich das so, da brauchst du nämlich nicht immer eine Foundation setzen. Das wäre natürlich optimal, nur wenn man das hier rumbaut, das wie werden das jetzt hier? Das kommt gar nicht durch. Okay, dann. Das ist auch unblöd, als wenn ich dort keine Umrandung lasse, dann. Ich geh mal gucken. Alles gut durch, okay, das ist zu viel. Okay, muss man mit der halben. Dann nehmen wir mal noch ein Drittel. Ein Drittel ist das Lane, da brauchen wir schon eine halbe, okay. Zack. Und dann müsste man mal sehen, ob man hier irgendwie so einen Abschluss oder irgendwas einbaut. Also ganz zufrieden bin ich halt auch nicht. Oder man lässt das hier oben den Rahmen und macht nach unten gar keinen Rahmen. Ach, da fällt mir schon was ein. Mal gucken, ob ich das noch schaffe. In der Staffel. Wenn nee, ist auch nicht so schlimm. Das gucken wir mal. Ah, das hängt natürlich rein. Also das ist, wenn ich jetzt nur ein Drittel reinsetze. Ah, gut, da hast du eine leichte Kante drin. Ah, schwierig, schwierig. Obwohl, das ist nicht unbedingt. Ja, wie das ist so das denn wieder? Ja, da keine Ahnung, was du machst. Da müsste man vielleicht irgendwann mal noch was ausdenken. Goodie. Aber, jetzt erkennt mein Spruch. Das soll es das erstmal mit der Folge gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.